1920 Professor für alte Geschichte an der Universität Basel gewesen, jetzt im Ruhestand. Und damit eigentlich ein Spezialist für griechische und römische Geschichte und kein Roman-Ungarn-Spezialist und Spezialist eben für mongolische oder russische Geschichte. Das ist nicht meine Kompetenz und ich denke, dass nachher der von Herrn Lucille da sehr viel genaueres noch hören werden und er ist da sehr viel näher dran als ich. Das habe ich mir also auch jetzt nicht vorgenommen, darüber zu reden oder nur ganz kurz am Rande Grundsätzliches zu sagen, sondern in der Tat nach dem, was wir gerade hörten, Interessantes über das mongolische Nachleben von Roman Ungern jetzt etwas in der europäischen Welt als Mythos. Und ich werde Ihnen jetzt gleich auch dann Beispiele bringen, wie Roman Ungern eigentlich zu einem Mythos geworden ist, der fast schon sich abgelöst hat von jeder realen Existenz und als Name existiert und evoziert wird in ganz verschiedenen literarischen Zusammenhängen. Ich habe dazu eine Bibliografie gemacht, auch von Roman Ungern. Es sind so viele Leute da, das wird nicht ganz reichen. Also ich würde bitten, vielleicht das immer zwei zusammen sehen, damit also alle die Chance haben, kurz sich da zu informieren. Also damit es einigermaßen aufgeht. Also ich gebe mal diese Exemplare in Umlauf.